Hallo liebe Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge von Watch Dogs. Ja, wir haben gerade eben ein Verbrechen verhindert, indem wir hier drüben jemanden zusammengeschlagen haben, der sich an einer Frau vergreifen wollte. Das haben wir verhindert und dann haben wir noch einen Anruf bekommen von unserer Schwester, dass wir doch endlich bei unserem Neffen bei seinem Geburtstag auftauchen sollten, denn der hat sich schon so gefreut und da will Aiden und da wollen wir doch nicht für Enttäuschung sorgen. Oh, hier können wir hacken. Herstellungskomponente für Einmalhex. Okay. Spielt regelmäßig Bingo. Sitzt nie auf der Straße. Spricht hier jemand Spanisch? Okay, dann gehen wir mal weiter und suchen uns ein Auto. Vielleicht finden wir unsere Karre von gerade eben noch. Da muss ich mir extra ein neues Auto Hast du ein besorgen. Problem? Hey. Nee, hab ich nicht. Wir können allerdings auch jemanden anhalten. Halt! Super, genau das hat die Stadt noch gebraucht. Bitte nicht. Der Kommentar. Blödmann! Hallo? Oh Mann! Bitte, so ja. Nein! Oh, was? Bitte nicht! Waffe! Drücken, um Waffe wegzustecken. Nein! Oh nein, nicht mit mir! Voll Spacko, was sind das hier für Kommentare? Genau das hat die Stadt noch gebraucht. Bitte, Hauptsache ich werde nicht verletzt! Ey, ich tue hier niemandem was. Ich bin bloß aus Versehen auf die Waffe gekommen. Schon wieder jemanden. Wegpunkt setzen, aber wir wollen eigentlich zu unserem Neffen. Oh, der Wagen da hinten gefällt mir besser. Raus da! Raus da, bitte. Nein, Es raus drängt. Unser da! Neffe verlangt nach uns. Oh, wow, wow, wow. Oh, yeah, was hat denn der für eine Beschleunigung? Oh, hier kann man eine Ampel hacken. Schalten wir mal auf grün für uns. Oh, da fahren alle los. Herrlich. Gefällt mir. Und die fahren natürlich auch alle rein. Also keiner überlegt da hier, ob das jetzt richtig ist, was er da macht, nur weil die Ampel gerade auf grün schaltet. Naja, was los? Wir gehen mal auf die Karte. Okay, ich würde. Oh, da hinten. Kampagne. Der große Bruder. Das sind wir. Wir hatten ja gerade eben schon einen Anruf erhalten und da werden wir auch gleich mal hinfahren. Denn unser Neffe wartet ja. Kommen wir auch mit dem schönen Wagen vorgefahren, so ist es natürlich nicht. Haben wir uns ehrlich verdient? Ja. Was auch sonst? Wow, wow, wow. Ich will ja allerdings nicht gerade jeden zusammenfahren. Von daher etwas Zurückhaltung noch im Straßenverkehr. Na, ich sag's schon und in der nächsten Folge, also in der nächsten Ecke, fahre ich schon eine Ampel um. Oh, ich sehe wieder das Stadion. Aber das scheint mir ein anderer Bezirk zu sein, denn wo wir vorhin waren, sah deutlich anders aus. Wow, 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 wow. Also das gefällt mir schon mal. Mit einem einfachen Tastendruck für Chaos im Straßenverkehr sorgen. Der Wagen gefällt mir noch besser. Kann ja meinen haben. Kriegst meinen dafür. Nee, du stirbst ja auch nicht. Du musst bloß deinen Wagen verlassen. Notrufzentrale, worum Oh. handelt es sich? Hier passiert was. Die Cops sollen sich beeilen. Ei, hier hat wahrscheinlich der Typ oder ein Passant jetzt gerade eben den Vorfall gemeldet. Und jetzt ist die Polizei hinter uns wahrscheinlich her. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Sehr interessant. Oh, die scannen uns hier in diesem Bereich. Scheiße. Weg, 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 weg. Ich muss hier raus aus diesem Einflusskreis. Oh, Sackgasse. Oh, da wandert dieser Scanpunkt. Eieiei, ich muss hier raus. Raus. Mist. Jetzt haben die mich auch noch. Scheiße. Ich wollte auch nur die Mission machen und mir einen schönen Wagen noch besorgen. Allerdings hatte ich schon einen schönen Wagen und ich war einfach nur zu gierig. Oh Mann. Toll, jetzt habe ich die ja am Heck kleben. Jetzt verspätet sich unser Auftreten doch noch mal eine ganze Weile. Wir müssen den Typen hier erstmal entkommen. Bin ich mal gespannt, wie ich das schaffe. Ich glaube, vierte Folge ist das jetzt gerade und schon eine wilde Verfolgungsjagd und einen ordentlichen Zusammenstoß. Versuch ihn zu drehen. Oh, wow. Oh, hier hätte man eine Brücke hochfahren können. So, hoffentlich bleiben die da stecken. Nicht so wirklich.
Oh, und da sehen wir es unten links. Da hat sich gerade unser Akku um eine Stelle verringert. Haben wir anscheinend bloß 4 Versuche, bis wir wieder aufladen. Au, au, au. Ah, ne, schon wieder aufgeladen. Ist also ein Induktionshandy. Wir müssen ihn platt machen, ich fahre ihm in die Seite, Achtung! Ey, sag mal, was sind das hier für Methoden? Entschuldigt nochmal bitte. So, ein Wagen ist noch hinter mir her, der andere hängt schon ein bisschen weiter hinter. Ich muss hier einfach mal weg. Ich glaube, das habe ich jetzt zu spät gehackt. Nö, hat funktioniert. Aua. Jetzt schnell hier raus, damit die mich verlieren. Oh, 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 oh. Oh Mann, ich muss auch alles mitnehmen. Oh, da ist ein Poller. Ich glaube, die sind mal jetzt los. Oh, jetzt fahren die da links lang. Ich fahre jetzt gleich mal hier rechts rum. So, jetzt sollte ich denen langsam entkommen, sondern obwohl ich eine ziemliche Spur der Verwüstung hinter mir liegen lasse. Ah, gut. So, geschafft, Punkt erhalten und ein Skillpunkt, aber diesmal wirklich, oder? Hacken, hacken, hacken. Ja, 3 Punkte. Nee, das wollte ich aber nicht. Das hier wollte ich. Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten an Geldautomaten erhält. Das wollte ich haben, das nehme ich mir. Super. So, wir haben unseren Wegpunkt noch gesetzt, unserem Neffen. Dann werde ich mich jetzt mal halbwegs zivilisiert verhalten und nicht wieder gleich beim nächstbesten Wagen, ja, meinem Wagen die Treue brechen. Oh, hier ist Musik im Hintergrund von dem Wagen. Nicht, dass mir hier noch die Gamer oder so einen Streich spielt. Aber ich denke mal, die ist leise genug, das wird nicht auffallen. Die stand ja auf Minimum im Menü. Jetzt fahre ich hier mal rechts rum, um wieder auf Kurs zu kommen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich rechts abbiegen. Entschuldigung. Aber auch interessant, wie die reagieren auf das, was man macht. Vorhin, als ich auf das Auto gesprungen bin, hat ein Passant ja gesagt, voll Spacko. Auch nicht schlecht. Und jetzt gerade eben, ja, für so einen Unfall, für sowas habe ich jetzt gar keine Zeit. Oh, wow, wow, wow. Ah, habe ich mich gekonnt durchgeschlängelt, aber ich habe wieder nicht auf die Karte geachtet. Allerdings kann ich den Bogen hier rechts nehmen und dann bin ich wieder auf Kurs. Ja, jetzt zeigt es mir auch an. Auf der Kreuzung überholen ist natürlich auch was für sich. So, und jetzt biegen wir hier scharf links ab. Also ich muss jetzt für den ersten Eindruck in, ja, ich glaube Folge 4 ist es ja doch schon, sagen, mir gefällt das Spiel bisher ziemlich gut. Vor allen Dingen die Atmosphäre hier, vor allen Dingen im Tunnel. Habe ich mich gerade wirklich verhaspelt. Diese Atmosphäre hier im Tunnel, die gefällt mir wirklich sehr. Elektronisches Schild, was kann man damit eigentlich machen? Das hatte ich ja vorhin schon mal probiert. Ich bin Sparta. Hä? Okay. Ist das jetzt ein anderer Spieler, der mir das hier anzeigt? Weil es gibt ja die Möglichkeit, ich habe, zumindest habe ich nicht bewusst, den Multiplayer-Modus deaktiviert. Da können nämlich andere Spieler in das Spielgeschehen mit eingreifen, können mich auch währenddessen hacken. Bin ich schon mal gespannt, wann das mir im Spiel passieren wird. Vielleicht schreibt das gerade eben irgendein Spieler da draußen. Und ich sehe das hier, ich bin Sparta. Interessant. Bin echt mal gespannt, wann, habe ich gerade eben schon angesprochen, uns ein Mitspieler hackt. Also Mitspieler in dem Fall ein Spieler von Watch Dogs. Ich will mal kurz ins Menü schauen, ob ich das überhaupt aktiviert habe. Online, Eigenbeschuss, Entschlüsselung. Wenn Sie hier noch online beginnen, 2017, okay. Der Modus freies Spiel gegeneinander ist standardmäßig deaktiviert, wenn Sie im freien Spiel online spielen. Freien Spiel online spielen, okay. Wenn Sie 2 oder mehr Spiele den Modus freies Spiel aktiviert haben, sehen Sie sich als Gegner und können sich gegenseitig töten. Online-Invasion, was ist denn das? Ist das das, was... Das ist wahrscheinlich dieser Part, den ich gerade eben angesprochen habe, dass uns andere hacken können. Ich gehe einfach mal zurück und fahre weiter.
Wie weit haben wir es denn überhaupt noch? Entschuldigung. 700 Meter. Verbrechen erkannt. Nee, da muss das Verbrechen jetzt einfach mal Verbrechen sein. Wir müssen endlich zu unserem Neffen. Wir haben gerade eben schon, ja, Zeit verspielt, indem wir der Polizei entkommen mussten. Und da gibt es jetzt einfach mal was für die Familie zu tun, denn wir haben schon ein Familienmitglied verloren. Wir wollen selig, oder ja, aufgrund unserer Abwesenheit... Oh, Tor ist zu, dann machen wir es... Ah, ich wollte nie aussteigen. Dann machen wir es doch mal auf. Hat aber eine ordentliche Beschleunigung, der Wagen. Traktionskontrolle ist was anderes. Ganz schöne, ruhige Ecke hier hinten, wo unsere Schwester und unser Neffe untergekommen sind. Noch ein Tor. Hier müssen wir hin. Hier parken wir mal. So, wo müssen wir hin? Na, müssen wir mit einer Kamera jetzt unseren... Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Okay, nachdem Aiden seine Nichte Lena oder Lina verloren hat, hat er jetzt die Familie bisher gemitten? Wir haben das Grundsteuerprogramm beim CTOS angemeldet. Und jetzt rechnen die doppelt. Hast du angerufen? Und jetzt scheut Aiden ein bisschen den Kontakt. Oh, Ballons kleben hier und ist ein Auto draußen. Sehr klein, sehr niedlich. Hier steckt die große Geburtstagsparty und wir schneiden da jetzt einfach mal rein. Nach langer Abstinenz blicken wir uns wieder und Aiden weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Sie sind wohl hinten im Garten. Also. Im Garten sind sie. Wo die lieben Kindlein warten. Oh, falscher Garten. Dann gehe ich mal anders herum. Was? Wieso? Ach so. Natürlich kann ich im Garten im Beet nicht rennen. Hier geht's hinter. Der Weg ist ja auch schön gepflastert. Okay. Hätte man gar nicht verfehlen können. Dann los. Wie alt wirst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, stopp. 3, Mom. 4, 5, halt. 6, Mom. 7, 8, 10. 9, 10. Schaut 10. mal, wer da ist. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Familienwiedervereinigung. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ja. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist ja auch immerhin ein Jahr vergangen. Ich sag nur gleichfalls. Gut, ich weiß nicht, wie sie vorher aussah. Erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Da sieht man sich also wieder. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Glitchboar. Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Jetzt wird's ernst. Das ist wichtig.
dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Was muss ich denn geändert haben? Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Na, ist er immerhin größer als sie. Okay. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Okay, da liegen noch schwere Erinnerungen im Leben. Ja, der Kleine hier hat heute Geburtstag und ja, er meidet noch sein Umfeld. Er spricht mit sonst keinem. Deswegen fehlen ja auch andere Kinder, vielleicht Freunde von ihm, wenn er denn sofern überhaupt welche hat. Ja. Jetzt heißt es das Haus betreten, was wir vorhin schon machen wollten, aber da war die Vordertür versperrt oder Aiden hat ihn einfach im Garten vermutet. Was uns darin erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge wieder. Abonniert mich, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Haut rein, tschö!